Mancher deutete diese Lichter dann als Wohnstatt und orientierte sich auf seinem Weg an ihrem Schein und verließ dadurch den Pfad. Wer die Pfade des Moors einmal verlässt, findet nicht mehr aus ihm heraus, hatte der Onkel seinem Neffen Hans gesagt. Wer dabei im Sumpf versinkt, wird nie mehr gefunden, fügte er hinzu. Nun, beim Torfstechen bewegten sie sich auf trockenem und damit sicherem Grund. Aber beinahe hätte der Onkel von Hans auf schlimme Weise sein Pferd verloren, wäre Hans nicht gewesen. Das kam so. Es war ein brütend heißer Tag gewesen. Bei der knochenharten Arbeit des Stechens und Stapelns von Torfsoden floss Hans der Schweiß in Strömen an seinem dürren Körper herab. Er half beim Beladen des Karrens, vor den zwei kräftige Oldenburger Ackergäule gespannt waren. Das Pferd des Onkels, ein junger Hengst, zog einen Pritschenwagen, der eigentlich Eigentum der Feuerwehr war, der dieser Onkel angehörte. Ein zusammengerollter Feuerlöschschlauch aus Hanf befand sich noch auf dem Wagen. Daneben hatten die Torfarbeiter ihre Körbe mit dem Vesperbrot und große Tonkrüge mit Trinkwasser verstaut. Der Wagen transportierte auch ihre Schaufeln und Spaten und nicht zuletzt fuhren sie selbst darauf, nach beendeter Arbeit die weite Strecke bis zum Torfhändler vor der Stadt. An diesem heißen Tag hatte der Onkel den jungen Hengst während der Tagesarbeit aus dem Geschirr genommen und ihn lose an einer niedrigen, knorrigen Weide festgebunden. Als die Sonne am höchsten stand, verdunkelte sich plötzlich der Himmel. Ein starker Wind kam auf und man hörte es in der Ferne grollen. »Ein Gewitter zieht auf«, rief Hans, aber es war ihm klar, dass es nichts nützen würde, sich auf den Heimweg zu machen. Der Weg war viel zu weit. Das Gewitter würde sie dann unterwegs genauso erwischen. Schon zuckten die ersten Blitze über den mittlerweile pechschwarzen Himmel und der Donner kam mit gewaltigem Knall unmittelbar hinterher. Im Moor gab es nichts, wo man Schutz suchen konnte. Sie legten sich alle flach auf den Boden, um so nach Möglichkeit nicht von einem Blitz getroffen zu werden. Sie wussten, der Blitz suchte sich zuerst die höher gelegenen Ziele aus, wie Bäume, und er wurde auch vom Wasser der Gräben oder Wasserlöcher angezogen. Sie hofften bange, dass das Gewitter bald vorüberziehen würde. Da geschah es. Mit einem ohrenbetäubenden Krachen schlug der nächste Blitz in die knorrige Weide, an die der Onkel das Pferd gebunden hatte. Der Blitz traf nicht das Pferd, aber dieses stieg laut wiehernd mit den Vorderhufen hoch, riss sich los und galoppierte in blinder Panik davon. Es geriet in nicht allzu weiter Entfernung in eines der gefährlichen Sumpflöcher. Es sank erst mit den Vorderhufen ein, geriet durch sein verzweifeltes Treten immer tiefer hinein, versank mit den Vorderbeinen, dann auch mit den Hinterbeinen, und je mehr es versuchte, wieder zurück auf festen Grund zu gelangen, umso tiefer sank es ein. Mittlerweile hatte ein heftiger Regen eingesetzt. Das Gewitter zog weiter. Nur noch dumpfes Grollen war in der Ferne zu hören und am Horizont war ein heftiges Wetterleuchten zu sehen. Aber nun war die Angst bei Hans und seinem Onkel und den beiden anderen Torfarbeitern noch größer. Sie fürchteten jetzt um das Pferd, welches nach und nach immer tiefer versank. Der Hengst schnaubte und wieherte mit Schaum vor dem Maul und verdrehte in Panik die Augen. Der Onkel von Hans war immer ein besonnener Mann gewesen. Auch in dieser schlimmen Situation blieb er ruhig und überlegte mit den Männern, was zu tun sei. »Die beiden anderen Pferde sind stark genug, um den Hengst herauszuziehen«, sagte er. »Man muss nur Seile um den Leib des Pferdes ziehen und diese am Karren befestigen.« Da gab es jedoch das erste Problem. Sie hatten kein Seil in ausreichender Länge. Und dann gab es ein zweites Problem. Sie fürchteten, man würde das Pferd am Bauch verletzen, wenn das ganze Gewicht in nur einem Tau hing. Und nicht zuletzt gab es das dritte Problem. Wie sollte man ein Tau unter dem Leib des Pferdes hindurchführen? Jeder, der sich in das Sumpfloch in die Nähe des Pferdes begab, würde unverzüglich selber im Morast versinken.
Hier wusste Hans Rat. Lasst uns doch den Löschschlauch nehmen. Er ist ein breites, unzerreißbares Band, fest genug, um das Gewicht des Pferdes zu tragen und breit genug, um es dabei nicht zu verletzen. Das Seil brauchen wir dann, um den Schlauch am Karren zu sichern und um es mir umzubinden, so dass ihr mich an dem Tau wieder aus dem Wasserloch ziehen könnt. Ich muss ja ganz hineintauchen, um den Schlauch unter dem Bauch des Pferdes hindurchzuziehen. Die Männer waren beeindruckt von dem Mut, den Hans damit zeigte. Nicht für einen Sack Gold wäre einer von ihnen freiwillig in dieses Sumpfloch gestiegen. Aber Hans zögerte nicht. Die Zeit drängte. Es würde nicht mehr lange dauern und das Pferd wäre restlos versunken. Er zog seine vom Regen durchnässte Kleidung aus, ließ das Tau an seinem Leib befestigen, nahm das Ende des Löschschlauches in die Hand und sprang beherzt in den Morast zu dem mittlerweile ganz erschöpften Hengst. Er nahm den Pferdekopf in seine Hände und raunte ihm beruhigende Worte zu. Dann holte er tief Luft und tauchte, sich so dicht wie möglich am Pferdeleib haltend, in die trübe und undurchsichtige Brühe hinab, unter dem Pferd hindurch, und arbeitete sich auf der anderen Seite wieder nach oben. Zum Glück bekam er die Mähne zu fassen und konnte sich daran nach oben ziehen. Gott sei Dank ging alles gut. Die Männer konnten ihn am Tau wieder aus dem tückischen Loch herausziehen. Dann befestigten sie den Schlauch und führten die Pferde am Pferdekarren Stück für Stück vorwärts, so daß der Schlauch sich spannte und den versunkenen Pferdekörper mit emporzog in Richtung zum festen Boden. Endlich fassten die Hufe wieder Grund, und so gelang die Rettung. Alle jubelten und lachten von Herzen über Hans, der von Kopf bis Fuß von moorigem Schlamm bedeckt war. Nur seine Augäpfel blitzten weiß aus dem braunen Gesicht. Es dauerte jedoch nicht lange, und er war von dem strömenden Regen sauber gewaschen und konnte wieder in seine pitschnassen Kleider steigen. Nun war Hans froh, dass es so warm war. Auch der Gewitterregen hatte keine große Abkühlung gebracht. Nach diesem aufregenden Abenteuer mochten alle nicht mehr weiterarbeiten und machten sich vorzeitig auf den Heimweg. Die Geschichte von der Rettung des Hengstes aus dem Moor machte schnell die Runde in Oldenburg und Hans wurde überall als Held gefeiert. Aber von diesem Tag an hatte Hans noch mehr Respekt vor allen Naturgewalten. Trotzdem liebte er das Moor weiter in seiner urnatürlichen Schönheit.